Hallo und herzlich willkommen hier bei Hexit mit dem Blaze und dem Rothermoon. Die Welt hat sich gegen uns verschworen. Oh ja. Wie lange wir jetzt hier versucht haben zu joinen, das war schon... Nein, die Vorgeschichte erzählen wir jetzt nicht. Nee, besser nicht. Das sieht aus, als würde mein Schwert kaputt gehen, wenn ich so mache. Ja. Yep. Okay. Wollen wir unseren lieben Abonnenten sagen... Sind die lieb? Ja, ich glaube schon. Das weiß ich. Sagen, was wir denn heute vorhaben. Ja, erzähl mal. Es ist ja so, wir sind ja hier in dieser Hütte etwas beengt, auch platzkistenmäßig und so. Wir werden heute anfangen, uns eine eigene Behausung zu bauen. Und dies werden wir aus Holz tun. Wir werden uns hier erstmal ein bisschen, oder ich habe glaube ich eh schon sehr, sehr viel Holz. Ja, so 1,5 Stacks, aber ich glaube, das reicht nicht. Auf alle Fälle werden wir uns eine Behausung bauen mit einem kleinen Lager. Denn aber ich möchte schon... Wir sollen ja schon in der Nähe von irgendwelchen Dorf bleiben, damit wir auch handeln können noch mit denen, ne? Also es ist ja so, ich habe ja... Ich muss mal erst mal meine Minimap wieder einblenden, ne? Hast du dir mal den Brunnen angeguckt? Ja, da unten gibt's einen Diamanten. Nee, diesmal Gold. Manchmal ist da auch ein Dia unten, ne? Und da ist auch eine Höhle unten, aber das Problem ist, was ich schon mal hatte, dieses Wasser kann man zwar abstellen, ja, aber darunter ist Kies. Okay. Und der Kies ist unter mir zusammengebrochen, ich bin noch weiter nach unten gefallen und gestorben. Ich bleib hier oben. So, was ich überlegt habe, wir haben ja da hinten eine riesige freie Fläche, ne? Mhm. So ein bisschen hinter der riesigen fliegenden Insel, ja, dass man da vielleicht seine Zelte aufschlägt. Okay. Klingt in Ordnung für mich. So, wir nehmen uns natürlich hier ein bisschen Essen mit, denn ich möchte natürlich da auch ein bisschen was anpflanzen. Ja, bin schon fleißig dabei. So, habe ich denn noch ein Äxtlein? Natürlich nicht. Brauch Pfeile. Ich brauche mehr Pfeile. Ich glaube, ich brauche zwei Äxte. Du fällst also Bäume gut, dann kannst du mehr Holz abgeben. Ja, richtig. Und ich muss mein Interface, ich habe da so ein bisschen was rumprobiert. So, dann back to game. So, besser. Lilypad of Fertility? Fertility! Ich hab hier... Finish him! Ja, genau! Ich hab hier ein Finish him Lilypad. So, die Karotten können wir da lassen. Warum? Das Papier, weil ich gleich sehr, sehr viel Platz brauche. Genau, alles hinterher noch holen. Das ist kein Problem. Ja, ich brauche jetzt erst Platz für das Holz, das meine ich. Okay, ja gut, das ist wohl wahr. Was ich natürlich gleich mal machen kann, ist hier unser ganzes Rotten Flash in den Ofen zu schmeißen, denn daraus kann man Leder machen. Es wird dunkel. Denn ich möchte uns eigentlich oder? Für den Umzug gleich... wir haben hier nicht auf Tag gestellt. Ich möchte hier für den Umzug gleich Rucksäcke haben. Das wäre nicht schlecht, ja. Wie craftet man die? Man muss zuerst den Nippel durch Leder die mit Strings kombinieren. Okay. Dann bekommst du ein anderes Leder raus. Wollte mir eigentlich Axt machen. Und aus diesem Leder kannst du dir dann Backpacks machen. Also quasi, du musst das mit Strings kombinieren und dann kochen. Okay, keine Ahnung. Könnte man vielleicht vorher Sticks machen, das wäre hier sehr von Vorteil. Kusel Seeds, was auch immer. Ja, Rother, der alte Sammler. Ja. Ich hab alles. Hello. Hello. So, der Baum. Der muss doch alles aufsammeln, oder? Der Baum möchte mir gefallen. Wird zwar unser Haus ein bisschen dunkler, aber das soll ja kein Problem sein. Oh, das ist eh anderes Holz. Ich will kein dunkles Holz. Mach doch. So, Baum fällt! Hast du? Gott. Die Riesenbäume sind so heftig. Was war das jetzt für Holz? Sherlock. Mhm, kenne ich nicht. Sherlock? Sherlock Holmes? Sherlock Holmes. Ach ja, wir haben doch hier bei dem Dorf diese, ich nenne es jetzt mal Statuenandeutung. Yeah. Wenn du da mal auf das Zepter guckst, dann siehst du da oben was. Was? Statuen? Wo bist du denn? Wir haben doch hier diese Stein, das wo so ein bisschen aussieht wie ein Steinmännchen mit einem Schwert in der Hand, ne? Hier beim Dorf.
Wenn du aus dem Dorf rausgehst. In welche Richtung? Das große Ding. Direkt am Dorf, diese, wo ausschaut wie ein Turm. Bei den linken Feldern, wenn du aus unserem Haus rausgehst. Ich weiß nicht, wovon er redet. Ja, ist auch egal. Oh, das ist nicht gut. Ah, es geht noch weiter, okay. Wo meinst du denn? Ich muss eh gleich nach Hause, wenn ich hier noch einen Baum gefällt habe, denn es wird Nacht. Ach, das so, das Riesending da, was so einen Stab in der Hand hat quasi, ja? Genau. So, und wenn du da hoch an den Stab guckst, ja? Ist was dran. Okay, und was ist da dran? Eisenblöcke. Die willst du mitnehmen? Nö. Ach so. Ich geh ins Bett. Ich wollte ja das nur zeigen, ja, ich komm schon. Bin schon unterwegs. Ach ja, wo ist unsere Behausung schon wieder? Ich renne hier mal wie falsch in diesen... Gut, dass wir ausziehen. Alleine deshalb müssen wir schon weiterziehen. Ja, das ist schon mit der wichtigste Grund hier überhaupt. Kommst du rein? Ah, ich seh dich. Ich hab ja ein bisschen was zu laufen gehabt an Weg. Die Tür ist natürlich offen, ist ja klar. Aber natürlich. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach ja... Und einen guten Morgen. Oh nein, der Blaze. So, Leder. Ich werde mal anfangen, uns hier die Dinger zu craften. Ich guck mal, wie viel ich zusammenkrieg. Mach mal. Ob das denn reicht oder nicht für zwei. So, Backpack. Was hättest du denn gerne für eine Farbe? Backpack. Was? Blau? Ist das wohl? Wäre blau für dich in Ordnung? Blau ist wunderbar. Dann brauche ich zwei Lapis Lazuli. So, blau. Wir brauchen zuerst mal dieses Leder. So. Warum mache ich das eigentlich so umständlich? So. Ich glaube, ich kriege nicht mal ein Backpack zusammen. Wir haben zu wenig Strings. Da musst du Spinnen jagen gehen. Brauch 3, 6, 8 von dem Leder und hab gerade mal 3. Für einen Backpack. Okay. Gucken wir mal. Drinks kann man aus. Ich hab mit meiner Axt. Meine Axt habe ich einen Baum gefällt. Das war's. Dann ist die Axt kaputt gegangen. Ja, ging mir nicht anders. Also nicht kaputt gegangen, aber sie ist, ich glaube nicht, dass ich damit noch ein Baumhofeld kriege. Ja, okay, dann müssen wir vorerst mal ohne Dings hier, umziehen. Ah doch, man kann auch mit einer ganz kaputten Axt noch einen zweiten Baum fällen, das geht. Ja, der ist aber dann teilweise nicht ganz weg, stimmt. Da ist oben noch was da. Ja, lol. okay. Ihr könnt natürlich jetzt schon... Nee, aber jetzt extra einen Spinnenspawner zu suchen, nur für das... Ach, das ist Käse. Ja, nee, das bringt nichts. So, also ich hätte jetzt ein bisschen Holz. Ich auch. Wir könnten eigentlich auch so ein bisschen zu dem Stonehenge gehen, ne? Können wir also auch. Zumindest so in die Richtung. Das soll mir egal sein, wie du willst. Gucken wir mal, was da hinten noch so ist. Naja, nicht viel, ne? Da kommt schon wieder Wasser. Ja. Wir könnten natürlich hoch auch auf die fliegende Insel gehen und uns da was bauen. Ein Luftschiff, ein Luftschloss. Ist klar, und wer besiegt die Viecher, die da wohnen? Ja, wir. Ach so. Mhm. Wobei, hier wäre eigentlich ein schönes Plätzchen. Oh, da haben wir was. Aber ich wollte in der Nähe von diesem Portal bleiben auch. Ich weiß ja nicht, wo man da hinkommt. Was ist denn da hinten? Hast du das hier gebaut? Ich muss jetzt erstmal hier irgendwie nach oben kommen. Was ist das hier? Keine Ahnung. Blisterun. Wo kann ich denn hoch? Hier ist ein schöner Brunnen. Wollen wir nicht hier hin? Ist auch. Können wir auf? Ist doch schön gemütlich hier. Super, die Kiste ist ja. Bist du denn jetzt? Ach, in so einer Ruine. In welcher? Autschen. In welcher? Ich komm zu dir. Ja, ich komm zu dir. Ah ja, okay. Was ist denn da für ein Haus? Da hinten ist auch noch so ein Häuschen. Was ist das da? Ich vermute mal ein Häuschen. Du
bist ja ein ganz schlauer, ne? Ja, natürlich. Ich brauch Pfeile. Blüpp, blüpp, Zelda Sounds. Wollen wir hier drin wohnen? Dann haben wir uns ja voll vergrößert, oder? Aber natürlich. Scheiße. Lass mal, ist das eine Kirche oder was ist das? Das ist auch noch so ein ganz kleines Häuschen. Wobei ich eigentlich schon was gesehen hätte, ne? Was hast du denn gesehen? Da hinten ist ein fertiges Haus, dann bräuchten wir nur ein Lager dran bauen. Hier ist eine Kirche. Hinter Stonehenge. Hallo. Hinter Stonehenge. Wieso gibt es eigentlich hier schon fertige Häuser? Was ist das denn für ein Driss? Keine Ahnung. Oh, das sind Palmen, da will ich wohnen. Hier ist Glowstone. Ja, habe ich vorhin schon, habe ich gesehen, als ich mir auch schon mal Stonehenge angeguckt habe. Meinst du das Häuschen da? Ups. Da ist irgendwas in die Mitte reingefallen. Ich hab... Oh, guck dir das mal an. Gott sei Dank bin ich da rausgelaufen. Was dreht... Sind das Pfeile oder was dreht sich da? Das sind Spawner. Warte mal. Ich probier mal was. Attacke! Ach. Bist du wahnsinnig? Das sind doch keine Spawner. Was haben wir denn da jetzt gerade ein? Doch, das sind Spawner. Das sind Spinnenspawner. Oh, und ganz viel Leitern, die muss ich haben. Aber was ist denn mit den Spinnen-Spawner passiert? Das sind feste Spawner, wie zum Beispiel in dem Tower drin. Ach so, aber ja. Da kommt im Moment nichts, weil hell und so, ne? Also doch, also ich meinte, was da rumliegt, sind alle Leitern. Okay, da liegen noch welche. Was ist in den Kisten? Seeds und, also eigentlich nur Essen. Okay. Ich will ja diesen Vogel abschießen, kann ich den treffen? Yes. Direkt instant down. Weiß ich ihn hier weg? Holzaxt. Ach, wir sind hier, sind wir jetzt, okay. Bei diesem komischen großen Baum, wo immer die Gegner waren, die ich alle schon platt gemacht habe. Dann lassen wir die Leitern da, nehmen uns dafür das Eisen mit. Da ist der Turm, den wir fertig gemacht haben, okay. Sollen wir in diesem Haus hier bleiben, oder was? Hast du jetzt vor? Ich weiß nicht, wie sieht denn das mit der Größe aus? Winzig. Also zu klein. Wir können ja umbauen. Also. Ja, wie gesagt, ich frag dich ja nur, ne? Ich habe das nur aus dem Augenwinkel gesehen. Also wir sind nicht weit weg vom Dorf, das ist ganz gut eigentlich, aber das Haus ist halt zu klein. Ich würd halt anbauen. Okay, dass man es einfach länger macht, ne? Und breiter. Vor allem, wir haben aber nicht das Holz dafür, das gleiche, ne? Ich hab keine Axt mehr. Den Baum konnte man ja nicht abbauen, ne? Richtig, da waren Gegner dran. Die habe ich ja alle schon umgebracht. Wir haben doch Knochen. Was ist das denn jetzt vor? Bäume pflanze. So, warum? Hast du nicht genug Holz? Nee, aber hier, Das ist ein Skelett. Das Oakwood, ne? Ich muss mal ganz kurz hier. So, mal kurz die wegschmeißen. Crafting Table. Ich stell den vorerst mal hier rein, ne? Mach mal. Es wird gerade Nacht, ne? Oder? Nee, ich bild mir immer ein, es wird Nacht. So, wir brauchen da hinten. Dann nehmen wir uns das Holz. Hallo, da unten ist eine Kiste. Ich dachte, können wir jetzt ein bisschen Cobblestone klauen gehen hier? Dann ist das schon wieder so ein scheiß Dungeon. Aber ja, Dungeons sind hier überall. Ja, aber das hindert mich ja nicht an Cobblestone zu klauen. Ist ja eh schon kaputt, das Ding hier, da kann ich auch ein bisschen Cobblestone klauen. Lalalala, ich will nur nicht rein. Da unten ist halt eine Kiste. Was ist da für ein Spawner drunter? Skelett? Skelett-Spawner. Fackel drauf. So. Alles hier lassen, was ich gerade nicht brauche. Okay. So. Hat jetzt dieser Baum hier eigentlich Siblings gedroppt? Nö. Dann mehr Bäume fallen. Dann kurz natürlich zurück ins nicht. Dorf, ein bisschen Knochen holen für Bone Meal und dann... Ah, Saplings. Und dann einfach neue Bäume... Oh, der ist groß. Ich hab Strings gefunden.
Immer her damit. Gut, dann lasse ich die Wolle hier. Okay, das war viel Holz. Das schippe ich nämlich auch mit. Das wird das hier. So, hier ist ein Skelett-Spawner auch. Den kann man vielleicht mal irgendwann, wenn man mal Knochenmehl braucht, umbauen. Ich höre hier einen Zombie irgendwo. Unterirdisch. Und Spinnen. Unter der Erde. Ei. Da leben die Zombies. Sie greifen den Blaze an. Das mag er nicht. Nö, im Moment noch nicht. Da ist ein Zombie. Na komm her.